MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Linda Burkhardt. Ja, wir haben die Halbzeit geschafft in Sachen Fasten. Ganz schön hart da durchzuhalten, aber wir machen das heute ja immerhin freiwillig. War früher nicht so. Da war das Fasten nämlich Pflicht, sagt auch meine Kollegin Katharina Sichler. Hallo Katharina. Grüß dich. Katharina, Fastenpflicht klingt ja doch ganz schön krass, aber so ein paar Schlupflöcher haben die Mönche und Nonnen da schon gefunden, oder? Allerdings, es hieß beispielsweise, dass alles, was im Wasser lebt, als Fisch zählt und der ist ja in der Fastenzeit erlaubt. Und deshalb gab es dann zwischendurch auch mal Biber oder Fischotter auf dem Teller. Und es gibt sogar tatsächlich Stories, die erzählen, dass da auch mal das ein oder andere Schwein im Wasser gelandet ist und dann gegessen werden konnte. Und Flüssiges ging ja immer, oder? Ja, also die Devise war ja, Flüssiges bricht das Fasten nicht. Und da gibt's auch eine Legende dazu. Die sagt nämlich, dass Mönche damals vom Papst wissen wollten, ob das auch für Bier gilt. Der wollte das allerdings erst testen und dann entscheiden. Die Bierprobe, die soll auf dem Weg nach Rom schlecht geworden sein. Und weil es so grauenhaft geschmeckt hat, hat der Papst gesagt, ist okay, das in der Fastenzeit zu trinken. Und zwar angeblich bis zu 5 Liter pro Tag. Das ist eine ganz schöne Menge, ja. Und wer einen mehr oder weniger ganz legalen Fastentrick braucht, am Sonntag, also auch diese Woche wieder, ist immer so ein kleiner Cheat Day. Die werden bei der Fastenzeit nicht mitgezählt. Da ist immer so ein kleines Ostern und da darf man sich dann ausnahmsweise auch mal was gönnen. Der Dialog zwischen den Religionen, der scheint in diesen Tagen mehr denn je nötig zu sein. Mehr Wissen um andere Religionen und mehr Verständnis füreinander sind eine Voraussetzung dafür, dass wir hier in Deutschland und ganz allgemein überall auf der Welt besser zusammenleben. Meine Kollegin Caroline Engel berichtet in der aktuellen Ausgabe vom Kita-Radio, wie sich angehende ErzieherInnen einer kirchlichen Fachakademie in ihrem Studium mit dem interreligiösen Dialog auseinandersetzen und wie sinnvoll das gerade für ihre spätere Tätigkeit ist. Caroline, inwiefern sind die verschiedenen Religionen in der Erzieherausbildung denn überhaupt ein Thema? Also ganz zuerst muss man mal festhalten, dass die Beschäftigung damit in der Erzieherausbildung eigentlich nicht wirklich zum Pflichtprogramm gehört. Mhm. An der Fachakademie für Sozialpädagogik der armen Schulschwestern kann man aber den Schwerpunkt interreligiöser Dialog als Übungsfach belegen. Und dann kann man sich da ganz intensiv mit dem Islam oder auch mit dem Judentum auseinandersetzen. In der Praxis sieht das dann so aus, dass die Studierenden ein wirklich sehr vielseitiges Programm angeboten bekommen, wie mir die Schulleiterin Schwester Gisela Hörmann erklärt. Wir legen heuer den Schwerpunkt auf die Begegnung mit dem Islam und mit dem Judentum. Wir haben gute Kontakte zur Moschee in Penzberg und mit der jüdischen Gemeinde in München haben wir über die europäische Janusz Korczak Akademie Kontakt zu guten Bildungsreferenten, die sehr dialogbereit sind. Geplant ist auch im Ramadan eventuell eine Begegnung mit Muslimen beim Fastenbrechen. Genauso auch nützen wir die kulturpädagogischen Angebote unserer Stadt. Wir hatten letzte Woche die Schauburg da mit einem mobilen Theater mit dem Titel Ein deutsches Mädchen. Auch das sensibilisiert für radikale oder fundamentalistische Strömungen in der Gesellschaft. Insofern ist es uns wirklich ein Schwerpunkt, das von verschiedenen Fächern mitgetragen wird. Das hört sich tatsächlich sehr abwechslungsreich an. Aber was bringt diese Auseinandersetzung den angehenden Pädagoginnen konkret für ihren Beruf? Naja, du musst dir vorstellen, dass Erzieherinnen in egal welchen Einrichtungen mit Kindern oder auch Jugendlichen aus ganz unterschiedlichen Religionen zusammenkommen. Mhm. Ihre Aufgabe ist dort also auch, das Verständnis für die unterschiedlichen Weltanschauungen zu fördern. Und das gelingt natürlich am besten, wenn man selbst auch über die fremden Religionen Bescheid weiß. Gerade aber zum Beispiel über das Judentum ist, wie man so hört, oft sehr wenig Vorwissen da. Also ich hatte noch gar keine so Berührungspunkte mit dem Judentum und da habe ich jetzt nicht so viel Kind. Für mich war das alles noch ganz neu, aber halt auch irgendwie spannend, so tief einzutauchen in das Thema Judentum. Die angehenden Pädagoginnen beschäftigen sich also auch deshalb mit anderen Religionen, um später im Beruf Toleranz und Offenheit besser fördern zu können. Absolut. Und dieser Verantwortung sind sie sich auch schon sehr stark bewusst.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man als pädagogische Fachkraft über sämtliche Religionen aufgeklärt ist, um eben auf Sachen zu achten, die eben für die Religion wichtig sind und diese Vielfalt, die die Religionen ja bieten, damit integrieren kann. Wir haben ja einen sehr starken Einfluss auf die Kinder und sind ein Vorbild für die. Und ich denke einfach, wenn man das schon vorlebt, wie man das halt sieht mit Judentum, Islam und so weiter, dass die Kinder einfach diese Transparenz erkennen und dann das vielleicht genauso positiv sehen wie wir selbst. Ich glaube, dadurch, dass wir damit uns beschäftigt haben und auch die Vorurteile kennen, sind wir aufmerksamer geworden. Das heißt, wir können schneller entdecken, wenn sowas in der Einrichtung passiert, bei Kindern oder auch bei Eltern, und können dann ins Gespräch gehen oder auch einfach in der Gruppe diese Vorurteile eben auf die Seite nehmen. Der interreligiöse Dialog in der Erzieherausbildung, das ist diesmal das Thema beim Kita-Radio. Ich denke, es lohnt sich, bei diesem spannenden Thema mal reinzuhören. Heute Abend beim Kita-Radio, gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr hier im MKR. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Caroline, dir vielen Dank schon einmal für die kurze Info vorweg. Sehr gerne. Politik hautnah erleben. Das dürfen seit Dienstag 18 junge Erwachsene von der Kolping-Jugend und der katholischen Landjugendbewegung KLJB. Wie das aussieht? Mein Kollege Vanja Ebelsheiser erklärt's. Wie sieht der Tagesablauf eines Landtagsabgeordneten aus? Was gehört zu seinen Aufgaben? Wie funktioniert Landespolitik? Antworten auf diese Fragen gibt's seit Dienstag für die Ehrenamtlichen von Kolping-Jugend und KLJB. Unter dem Motto Landtag live begleiten sie jeweils einen Abgeordneten im Büro zu Terminen und zu Sitzungen in Ausschüssen und Arbeitskreisen. Florian ist einer dieser Ehrenamtlichen. Er begleitet Julian Preidel von den Freien Wählern. Ich will einfach mal sehen, wie läuft's in Bayern, und vielleicht auch mal ein bisschen Meinung austauschen, weil man ja doch mal andere Seiten sieht und andere Meinungen hört. Das macht ja Demokratie aus, dass man einfach mal in den Diskurs tritt und Meinungen austauscht und vielleicht die eigene Meinung auch mal ändert. Das Programm findet alle 2 Jahre statt und soll die Teilnehmenden neugierig auf die Landespolitik machen und Berührungsängste der jungen Menschen zur Politik und den Parteien abbauen. Ob Landtag live Florians Blick auf Politik verändern wird? Hat's gewissermaßen jetzt schon, weil ich ja jetzt schon 1,5 Tage Einblicke hatte, zumindest wie ist der Landtag aufgebaut. Und ich glaube schon, dass es auch ein bisschen den Respekt teilweise für manche Leute erhöht und teilweise vielleicht auch den Respekt für andere Leute ein bisschen senkt. Die Abgeordneten bei Landtag live kommen aus allen Fraktionen des demokratischen Spektrums, also ausgenommen der AfD. Die jungen Ehrenamtlichen dürfen nicht nur zuschauen, sagt Elisabeth, die bei Landtag live CSU-Politiker Josef Heisel begleitet. Ich darf mich sehr einbringen in die Arbeitskreise, darf auch Fragen stellen, wenn ich welche habe, und der erklärt mir alles, also der hat mir auch die verschiedenen Anträge und so auch durchlesen lassen, dass ich ja weiß, um was das geht. Also ich bin jetzt nicht nur der Schatten von dem, sondern darf mich ja selber mit einbringen und meine eigene Meinung auch vertreten. Landtagsvizepräsident Tobias Reis von der CSU hat die Teilnehmenden am Dienstag begrüßt. Dabei hat er den jungen Erwachsenen seinen politischen Werdegang beschrieben und mit ihnen über diverse politische Themen diskutiert. Landtag live ist ein super Format, um jungen Leuten, die sich engagieren in der Jugendarbeit, auch den Blick hinter die Kulissen zu gewähren, dass Politik ähnlich arbeitet, dass man auch um Entscheidungen ringt, dass man Mehrheiten braucht, dass man Verantwortung übernehmen muss. Das ist letztendlich in der Jugendarbeit ähnlich, und dass wir das auch zeigen, ist wichtig, weil es auch die Demokratie stärkt und stabilisiert. Mit Samthandschuhen wurde der Landtagsvizepräsident von den jungen Erwachsenen nicht angefasst. Egal ob Abgrenzung gegen rechts, Populismus oder das Gendern, es ging heiß her in der Diskussion. So soll es auch sein, findet Reis. Es ist wichtig, dass wir kritisch diskutieren und dass vor allem Jugendliche keinen zu großen Respekt haben, auch vor Verantwortungsträgern, vor Abgeordneten, vor einem Vizepräsidenten. Und da fand ich jetzt spannend, dass wir jetzt auch zu verschiedensten Themen auch kontrovers diskutiert haben. Das macht ja eher Spaß, als wenn man nur langweilig beieinander sitzt und sich Recht gibt. Landtag live ist also eine Win-Win-Situation. Die Ehrenamtlichen aus den Jugendverbänden gewinnen Einblicke in die Politik und die Abgeordneten werden für die Themen, Fragen und Bedürfnisse der jungen Wähler sensibilisiert. Vanja Ebelsheiser für das MKR. Ruckzuck steht schon wieder das Wochenende vor der Tür. Höchste Zeit also für unsere Veranstaltungstipps. Heute hat mein Kollege Willi Witte einen Tipp dabei, mit dem Sie sich schon heute auf ein entspanntes Wochenende einstimmen können. Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps. Mit ihrer grünen Geige ist die Musikerin Monika Drasch aus der bayerischen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Und sie hat einen Riesenspaß dabei, andere zum Mitsingen zu animieren. Zum Beispiel auch bei Kirchenliedern, die meisten schon aus der Kindheit kennen.
Deswegen gibt es heute Abend in der Herz-Jesu-Kirche in der Lachnerstraße ein Mitsing-Konzert mit Moni Drasch. Es werden Textblätter verteilt, also keine Noten, es geht wirklich nicht ums Musiklernen, sondern wir singen einfach Melodieabschnitte vor von den Liedern, die nicht so bekannt sind. Also wir haben einen Haufen Instrumente dabei und dann werden die Lieder, die unbekannter sind, vorgesungen. Und dann singen wir es miteinander. Gesungen werden Passionslieder und Friedenslieder. Begleitet wird Moni Drasch von Martin Danes. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen. Der Eintritt ist frei. Unter dem Titel Dein POV steht in diesem Jahr der bundesweite ökumenische Jugendkreuzweg 2024. POV, das steht in den sozialen Netzwerken als Abkürzung für Point of View, also für den persönlichen Blickwinkel. Der Kreuzweg nimmt Bezug auf die vielfältigen Blickwinkel, aus denen junge Menschen die Welt wahrnehmen. Mit den Kunstformen des Comic und der Graphic Novel werden Wege gesucht, um diese vielfältigen Gedanken, Sichtweisen und Standpunkte auszudrücken. Im neuen Dekanat Werdenfels-Rotenbuch wird der Jugendkreuzweg Dein POV am Sonntag um 18 Uhr in den erzbischöflichen St. Irmingard-Schulen in Garmisch-Partenkirchen begangen. Mehr Informationen gibt es unter jugendkreuzweg-online.de, also Sonntag 18 Uhr in den St. Irmingard-Schulen in Garmisch-Partenkirchen. Seit Jahrzehnten kennt sie jedes Kind, Patterson und Findus, den alten schrulligen Mann und seinen Kater. Jetzt gerade sind die beiden wieder auf der Bühne zu sehen, im Münchner Theater für Kinder. Am Sonntagvormittag möchte Kater Findus am liebsten wieder Geburtstag feiern, aber das haben er und Patterson in diesem Jahr schon dreimal gemacht. Weil Findus in einer Schachtel zu Patterson gekommen ist, könnte man aber auch den Findus in einer Schachtel finde Geburtstag feiern. Patterson lässt sich breitschlagen und wie es bei den beiden weitergeht, können Kinder ab 4 Jahren am Sonntag miterleben. Los geht es um 10 Uhr im Münchner Theater für Kinder. Tickets gibt's ab 12 Euro. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.